In diesem Video zeige ich dir kurz und kompakt alles, was du zu den neuen Skins bei Clash of Clans wissen musst. Wir haben nämlich 4 Skins und natürlich alle mit dem Fußballthema. Fangen wir mal direkt an, der Fußballkönig. Ja, ganz genau, so sieht er aus, der kleine Fußballkönig, wie er sich freut. Und natürlich dann auch nochmal im Spiel mit dem Jubel, ganz genau. Ich möchte das jetzt hier allerdings mal etwas kürzer fassen, das Ganze. Lasst mich euch aber sagen, wann er denn verfügbar sein wird. Dieser Skin ist nämlich ab dem 18. Mai im Shop verfügbar. Für den König gibt es außerdem einen Haaland-Skin. Das ist komplett verrückt. Guckt ihn euch mal an. Und auf dem Cape hat er sogar Haaland draufstehen, also... Es ist verrückt, wirklich. Es ist richtig verrückt. Dieser Skin ist vom 1. bis 31. Mai im Shop verfügbar und ich zeige euch natürlich auch, wie er dann im Spiel aussieht und wie er den Fußball jongliert. Ich weiß, die Meinungen dazu sind gespalten. Ich bin wirklich auf eure Meinung dazu gespannt. Weiter geht es mit der Fußballkönigin. Ja, sieht auf jeden Fall auch schon mal ganz gut aus. Hat sogar noch ein paar mehr Bälle mit dabei. Nicht doppeldeutig verstehen jetzt bitte. Also sieht auch ganz gut aus. Dieses Mal aber nicht in Rot, sondern ja, in meinen Lieblingsfarben Grün und Weiß unterwegs, die Königin. Und natürlich auch nochmal für euch extra im Spiel, wenn ihr sie dann da hinsetzt. So sieht es aus, wenn sie ja quasi ihre Animation durchführt, wenn sie jubelt. Und ihr könnt euch freuen, denn diese Königin ist schon ab dem 7. Mai im Spiel verfügbar. Kommen wir zum Warden. Ja, auch er hat jetzt wieder seine eigenen Farben mit dabei und auch er ist natürlich ja am Jubeln, hat das Konfetti um sich rum und jongliert mit den Bällen. Und auch hier zeige ich euch natürlich, wie das dann im Spiel aussieht und sage euch natürlich auch, wann der Warden verfügbar ist. Der Warden ist ab dem 12. Mai im Shop verfügbar. Fehlt noch die Gladi und natürlich, welche Farben fehlen jetzt noch? Blau, Weiß, für die Leute, die es mit diesen Farben halten, natürlich ganz gut. Auch hier sehen wir natürlich wieder, wie sie sich bewegt und natürlich, wie sie aussieht und das Konfetti da drumherum. Und in diesem Fall zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn sie angreift und dann den Fußball schießt. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Dieser Skin ist im Goldpass und ja, auf jeden Fall, wenn ihr mich unterstützen möchtet, Creator-Code MBF nicht vergessen. Ich würde mich sehr freuen, ich werde auf jeden Fall auch bald wieder richtig viele Sachen an euch verschenken. Richtig, richtig viel. Also auf jeden Fall Kanal folgen, Creator Code MBF eingeben. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.